Moin, liebe Leute, herzlich willkommen hier am Donnerstag zu einer weiteren Folge Let's Play Alles 19 auf der nordfriesischen Marsch. Ich muss unbedingt Unkraut vertilgen oder Unkraut vernichten, sag ich jetzt mal. Und ich habe mir gedacht, ich leih mir dafür hier mal so ein Mörderteil mit 27 Meter Arbeitsbreite aus. Ich finde die zwar potthässlich, aber es nützt ja nichts. Es muss ja irgendwas passieren. Und ich komme da sonst nicht zu. Ich meine, ich könnte mir jetzt auch noch ein Teil da ausleihen, aber macht ja auch nicht so viel Sinn. Deshalb leih ich mir jetzt hier so ein Imperator 3.0 aus. Der hat 27 Meter Arbeitsbreite. Damit kann ich dann mal eben schnell meine Felder ratzifatzi vom Unkraut befreien. Ja, ich weiß, ich habe da vorne einen Traktor stehen, der im Moment nicht benutzt wird. Ich hätte mir auch irgendwie noch was mieten können oder so, aber nee, jetzt nicht. Mieten wir uns mal dieses Teil. Verschiedene Sachen auffüllen hier, oder? Ach, ich will auch gar nicht auffüllen. Quatsch, so ein Bullshit. Ich will ja nicht Flüssigdünger auffüllen. Nein, ich will auch Pflanzenschutz auffüllen. Oh Mann, dämlich. Oder kann der beides auffüllen? So schnell kann das nicht gehen. Und jetzt fahren wir eben hier auf Feld 1. Feld 2. Boah, was stand denn da eigentlich? Stand da nicht 5100 Liter. Das heißt, er hat noch einen Tank. Naja, den kann ich mir dann gleich mal angucken. Okay. Ja, wie auch immer das funktioniert. Den Kurs werde ich mir nicht abspeichern. Wofür? Kursgenerierung. L2. Vorgewende, ja. Eine Vorgewendebahn reicht. Generiere Feldkurs. Feldkurs. Arbeit beginnen. Ja, auch Vorgewendebahn, ist richtig. Okay, Gerät muss aufgefüllt werden. Nee, muss es eigentlich nicht. Nee, scheinbar doch. Was auch immer das ist. Ich habe den noch nie benutzt, also. Geht nicht zu hart mit mir ins Gericht. Keine Ahnung, warum der jetzt hier sagt, er muss aufgefüllt werden. Ich weiß nicht, was der noch braucht. Hat er noch Wasser oder muss der. Nee, ne? 5100 Liter Füllvermögen stand da. Ja, was muss er jetzt noch haben? Was fehlt ihm noch? Was braucht er denn?
Hüll das Gerät zuerst auf. Ja, womit denn? Steht das hier irgendwo? Wieder nicht. Soll jetzt noch Wasser rein oder was muss da rein? Ich habe keine Ahnung. Gibt es hier in der Hilfe irgendwas? Unkrautvernichtungsmittel. Ja, aber ich habe doch hier Unkrautvernichtungsmittel drin. Was muss ich denn da noch? Was muss ich denn noch haben? Oder muss ich hier auch gleichzeitig noch? Muss ich da noch Flüssigdünger drin haben oder was ist hier los? Ich habe doch 2400 Liter da drin. Was brauche ich denn noch? Ich werde hier bekloppt. Ich weiß schon, warum ich die nie benutze. Ist hier noch hin? Muss da auch noch das rein oder? Nö. Aha. Okay. Ach. Ich wieder mit meinen Tasten. Nee, das ist gut. Ja. So, aber das heißt ja, dann habe ich auch gleichzeitig, habe ich nicht nur Pflanzenschutz draufgehauen, sondern habe ich auch gleichzeitig gedüngt, oder wie? Oder wie geht das? Oder geht das hier gar nicht als Pflanzenschutzmittel? Geht das nur als Flüssigdünger oder was? Nö. Aber dann würde ja Pflanzenschutzmittel nicht laden. Ja, voll rein. Will ich düngen? Ich will Pflanzenschutz verbreiten. Aber macht ja nichts. Achso, jetzt muss ich da Dünger reinhauen. Ich kann den Dünger aber nicht. Naja. Wie auch immer. Hätte ich wahrscheinlich nicht einladen müssen, den Dünger. Egal. Er ist hier auf jeden Fall dabei. Das Feld zu spritzen. Den Kurs speichere ich mir nicht ab, den brauche ich nie wieder. Und hier kann ich mal los und kann
Schon mal Ballen sammeln. Ich mache im Moment auch nicht viel, um Geld zu verdienen, ne? Tatsächlich. Also, jetzt außer hier nachher Sojabohnen anpflanzen, aber. So, bleiben wir hier erstmal stehen. Da sind jetzt 7 drauf, dann passen noch 15. Okay, alles klar. Ja, soweit. Weit. 27 Meter Arbeitsbreite. Aber fährt nur 12. Hat er hier 21 Meter, fährt auch 12. Hätte ich mir besser noch so Teile kaufen können oder mieten können oder wie auch immer. 6 Meter. Naja. Hier ist ja zum Glück bald vorbei. Da muss ich auf Feld 26 und Feld 17. Auch im Griff. Die Milch haben wir eigentlich hier noch. Milch 10.000 Liter. Okay. Koppeln. Mal gucken, wo wir denn Milch verkaufen können. Dem wird's auch nicht besser. Gras drüber wachsen lassen. Ja, keine freie Kapazität mehr für Wasser. Jetzt kann ich keine Milch wegbringen, weil meine Tiere nicht genug Wasser saugen. Ich werde auch hier zum Elch.
Dann eben nicht. Verkaufen wir eben keine Milch. So. Liebe Leute, das war ja ein halb erfolgreicher Tag nur. Ach, ich könnte aber gleich mal hier schon mal da ein bisschen Gras noch drauf machen. Ja, das könnte ich noch machen. Ja. Heute 15.30 Uhr die nächste Folge Plötzlich Farmer. Schaut gerne rein. Und ja, ansonsten morgen 9 Uhr Holzer, 10 Uhr Nordfriesische Marsch. Wie immer. Ich bedanke mich bei euch. Ciao.